Servus, grüß euch zur interaktiven Kamerafahrt auf der Streif. Diesmal haben wir einen Vorläufer, eine 360-Grad-Kamera am Helm montiert. Presented von A1. Halt euch an, jetzt geht's gleich dahin. Raus vom Start, da geht's gleich extrem steil weg. Beschleunigt man wirklich gut zum ersten Tor hin. Nach rechts ziehen, umlegen links und jetzt Anfahrt, Mause fallen und Absprung. Stoppen wir das Bild einmal. Und da sehen wir runter, in das extrem steile 80% Gefälle haben wir da runter. Ein Sprung bis zu 60 Meter. Und jetzt drehen wir uns einmal um. Da oben sehen wir den Trainerturm und eben das Stadthaus. Und da erkennt man schön, wie extrem steil das da eigentlich runtergeht. Okay, dann ziehen wir weiter. Meistens eine harte Landung rein in die Kompression. Dann ist extrem viel Druck am rechten Fuß daraus. Da rüttelt es und schüttelt es, Einfahrt in den U-Turn. Muss man schauen, dass man schön hoch oben bleibt, das Tempo mitnimmt. Da Richtung Steilhang einfahrt. Die ziehen wir jetzt runter und da geht's brutal. Da beschleunigt man und jetzt bei der Ausfahrt stoppen wir mal das Bild. Da merkt man, dass das extrem stark nach links weghängt. Da haben wir ein paar Videos für euch hergerichtet, wo es einen Bodie Miller rausgedrückt hat aufs Netz. Aber vorher schauen wir jetzt noch einmal zurück. Da merkt man, wie stark das Gelände weghängt. Da hat man alles zu tun, dass man überhaupt irgendwie die Kurve kratzt. Und wenn man gewinnen will, dann muss man das zu 100% mit Risiko fahren. Lassen wir es weiterlaufen. Meistens drückt sie links Richtung Netz hin, dann sind wir am Zielweg. Am Zielweg musst du natürlich schauen, dass du völlig konzentriert bleibst, dass du gut glättest, da ganz sachte die Kanten einsetzt in der langgezogenen Linkskurve. Da ist noch einmal langgezogen nach links, bevor es da vorne wieder rechts reingeht in die alte Schneisen. Da ist ein leichter Sprung drin, den schauen wir, dass wir schön drücken, gut das Tempo darunter mitnehmen. Da ist meistens ziemlich schlagig darunter. Jetzt ziehen wir hin Richtung Seidelalmsprung. Tiefe Hocke, nur ganz wenig aufmachen, leicht drüber springen und ab jetzt wird es wieder interessant. Rechts umlegen, über die Welle drüber, in die Kompression. Jetzt ziehen wir den Schwung voll durch Richtung Lerchenschuss, gehen wir links bis zur Bande rauf, legen um und zack, zu wie zum Tor. Das hat gesessen, da nehmen wir den Schwung jetzt super mit runter, den Lerchenschuss ausfahrt, da geht es jetzt schön dahin, die Oberschenkel fangen da meistens schon gut ins Brennen an. Da merkt man schon, was man gemacht hat, die ganze Strecke, Hausberg, jetzt umlegen, die Linkskurve. Und jetzt wird es interessant da vorne, Anfahrt, Hausbergkanten, ganz zum Netz, umlegen. So, Stopp auf der Hausbergkante. Der Sprung geht so an die 30 Meter, man springt leicht nach rechts runter. 40 Meter Sprung wäre schon zu weit. Warum? Da unten sehen wir die Kompression, wo es letztes Jahr einen Swindal, einen Streitberger und einen Hannes Reichl so zerlegt hat. Und wir haben das auch mit ein paar Videos für euch hinterlegt. Ganz eine schwere Passage. Man braucht brutal viel Mut. Und wenn man da sich nach hinten dreht, dann sieht man den Trainerturm und den Red Bull Bogen. Der ist für uns Athleten immer super zum Richtung machen, zum Orientieren über den Sprung da drüber. Ja, lassen wir es weiterlaufen. Und jetzt zack, rein in die Kompression, Einfahrt in die Traversen, schauen, dass man möglichst links oben bleibt und da machen wir noch einmal einen Stopp. Jetzt drehen wir uns gleich um, dann können wir schön sehen, wie brutal das Gelände da weghängt. Ja, was ist da los? Man hat 110, 120 km/h drauf, die Piste ist vereist und brutal ruppig. Und da haben wir echt ein paar herrliche Videos für euch hergerichtet, dass man echt sieht, wie es die da durchbeutelt in dieser Piste. Dann gehen wir weiter Richtung Ziel. Und erst jetzt haben wir es geschafft. Die leichte Welle drückt man gut runter Richtung Ziel. Da ist eine leichte Kompression. Schön vorne bleiben und Anfahrt Zielsprung. Und jetzt stoppt man das Bild. Schaut harmlos aus, aber mit einem Tempo von 130, 140 km/h kann der Sprung natürlich zur echten Falle werden. 2004 hat einer einen Wahnsinnssprung hingelegt. Das war der Christian Gedina. Hat da eine Grätsche hingerissen. Das bei dem Tempo, muss heute noch sagen, Hut ab. Das hat sich bis jetzt noch keiner traut. Und das voll im Renntempo während dem Rennen. Aber nicht jedes Mal ist das so sauber abgelaufen wie bei einem Gedina. Wie gesagt, schön vorn bleiben, sauber springen, dann ist das kein Problem. Aber verliert man die Balance, kann das zur Hölle werden. Und dann die letzten Meter Richtung Ziel. Schauen, dass man schön glättet. Und zack, über die Ziellinie. Und jetzt schauen wir uns das Ganze noch an bei Schönwetter. Und das mit Tausenden von Zuschauern. Ich hoffe, ihr habt die interaktive Helmkamera fortgenossen. Halt sonst feste Daumen fürs Rennen. Servus.